Schwarzes Bier bei den Roten. Doch ansonsten hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Paul Wengert gestern Abend in Kaufbeuren eher wenig für die Farbe Schwarz über. Im Gegenteil, die Kampfansage an die CSU war klar. Wir wollen 2013 regieren. Dass das der politische Gegner verhindern will, ist klar. Staatskanzleichef Thomas Kreuzer sprach denn auch beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Kempten von einem Generalangriff auf die CSU, den es abzuwehren gelte. Und auch zu SPD-Spitzenkandidat Christian Ude hat er eine dezidierte Meinung. Was wollen wir überhaupt mit jemand, der die deutsche Leitkultur als Blödsinn bezeichnet, der als einzige Gemeinde in Bayern es nicht geschafft hat, jedem Kind einen Kindergartenplatz zu vermitteln, nur einmal zwei Beispiele zu nennen, der sich sein ganzes politisches Leben nie für Landespolitik interessiert hat, sondern alles auf dem engstirnigen Münchner Fokus gesehen hat, der bis vor einem Jahr noch seine Laufbahn als Münchner OB mit 67 beenden wollte und jetzt versucht, in die Landespolitik einzusteigen. Was können wir ihm raten? Lieber Ude, machen Sie das, was Sie eigentlich immer vorgehabt haben. Gehen Sie in Schwabing in Pension und genießen Sie Ihren Urlaub in Mykonos und lassen Sie den Rest von Bayern in Ruhe. Genau das will die SPD logischerweise nicht. Paul Wengert kritisierte vor allem die Finanzpolitik der Staatsregierung. Daran, dass Bayern, wie von Ministerpräsident Horst Seehofer angekündigt, bis 2030 schuldenfrei ist, glaubt er nicht. Vor allem wegen der Vergangenheit. Eine Lüge, eine glatte Lüge, dass die CSU-geführte Staatsregierung den 7. Haushalt in Folge ohne Neuverschuldung vorgelegt hat. Denn sie verdrängt damit, dass sie seit Dezember 2008 neue Schulden in Höhe von 10 Milliarden Euro gemacht hat. Für die von ihr in den Sand gesetzte Bayerische Landesbank. Wieso beruft Ministerpräsident Seehofer nicht Baron von Münchhausen zum bayerischen Finanzminister, um seiner Haushalts- und Finanzpolitik die nötige Seriosität und Glaubwürdigkeit zu verleihen? Unglaubwürdig findet die CSU vor allem die SPD, zum Beispiel in Sachen Länderfinanzausgleich. Denn vor allem SPD-regierte Länder wie Nordrhein-Westfalen, Bremen oder Berlin hingen am bayerischen Tropf. Und was macht die SPD in Bayern, wenn wir Änderungen am ungerechten Finanzausgleich fordern? Sie beschimpfen Seehofer als unsolidarisch. Wer den ungerechten Länderfinanzausgleich nicht ändern will, kämpft für die SPD in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Bremen. Aber nicht für die Menschen auf Bayern. Auf eine solche SPD können wir in Bayern verzichten, meine Damen und Herren. Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat schon vor 2,5 Jahren die Staatsregierung aufgefordert, ein Eckpunktepapier für eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs vorzulegen. Weil auch wir der Meinung sind, dass hier etwas reformiert werden muss. Geschehen ist allerdings nichts. Immerhin habe die CSU seinerzeit den geltenden Länderfinanzausgleich mitbeschlossen, so Wengert. Auch den Kurswechsel der Union in Sachen Energiepolitik nach Fukushima kann er nur schwer nachvollziehen, auch wenn er den Atomausstieg selber für richtig hält. Als wir im Bayerischen Landtag im November 2010, 4 Monate vorher, die Stilllegung gefährlicher Atommeiler in Bayern gefordert haben, haben uns die Regierungsfraktionen noch als wirtschaftspolitische Geisterfahrer bezeichnet, alle unsere Anträge abgelehnt und ein Loblied nach dem anderen auf die Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke gesungen. Allen voran Lebensminister Söder. Und jetzt feiere sich ausgerechnet die CSU als Erfinder des Atomausstiegs. Energiepolitik auch bei der CSU ein Thema. Zielscheibe hier die Grünen. Ich frage in dieser Runde, wo bleiben denn die konkreten Vorschläge der Grünen zur Umsetzung der Energiewende im Oberallgäu? Bis jetzt habe ich ja nichts gehört. Sie waren ein Marsch durch die wichtigsten Themen der letzten 12 Monate, die Aschermittwochsveranstaltungen von SPD und CSU. In vielem waren die Parteien unterschiedlicher Meinung, in einem aber erstaunlich einig. Der Rücktritt Wulffs als Bundespräsident sei überfällig gewesen. Und auch sein designierter Nachfolger Joachim Gauck fand breite Zustimmung bei beiden Parteien.